Aloha, willkommen zurück bei Kingdom Hearts Rechain of Memories. So, wir öffnen jetzt die Tür zum nächsten Raum. Eine grüne. Eine Karte mit 7. Mindestwert 7. So, und noch die hier. Worauf wartest du? Ruf ihn. Nein, ich werde nicht zulassen, dass du ihm was antust. Dann bringe ich dich zum Schrein. Dieser Narr wird sofort angerannt kommen, wenn er dich hört. Genug jetzt. Das Biest ist nicht der Einzige, mit dem du es zu tun bekommst. Verschwinde, Kleiner. Du hast hier nichts verloren. Es sei denn, du möchtest auch mitschreien. Ja. Wenn der Rohling eure Angstschreie hört, wird er mir in die Arme laufen. Spar dir die Mühe, Malefiz. Du bist hier. Nein. Das darfst du nicht. Ich hatte dir doch gesagt, zu gehen. Lass mich in Ruhe. Ich möchte dich nie mehr wiedersehen. Well. Kann sie so etwas nur sagen? Na gut, wenn du so empfindest, dann werde ich das akzeptieren. Mein hässliches Äußeres ist bloß die Strafe dafür, dass ich so egoistisch und unfähig zu lieben war. Ich wurde in ein Biest verwandelt, das niemand liebt, und wurde nur noch egoistischer. Bis ich dich traf, Belle. Kein Mensch außer dir hat mich je akzeptiert. Nach und nach erwärmtest du mein kaltes, egoistisches Herz. Nie werde ich die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, vergessen können. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht zurücklassen, auch wenn du mich dafür hasst. Meine letzte egoistische Tat. Oh, Beast. Sieh an. Nie hätte ich gedacht, dass sich hinter so einer Hässlichkeit ein so schönes Herz verbirgt. Das schreit nach einer Planänderung. Beast, ich werde mir dein Herz statt Bells holen. Nein, nicht! Oh nein, Belle! So viel zur Planänderung. Ich bleibe bei Belles Herz. Es scheint, ihre kalten Worte waren kein Spiegel ihrer wahren Gefühle. Hahaha, sie liebt dich, Beast. Ich spüre, wie ihr Herz für dich schlägt. Du elende Hexe, gib sofort Bells Herz frei. Wo ist sie? Sie ist da lang. Dorthin habe ich ihren Schatten huschen sehen. Was macht die eigentlich hier? Wir haben keine Zeit zum Reden. Wir müssen sie sofort verfolgen. Ihr helft mir? Klar doch. Nach dem, was du eben gesagt hast, müssen wir dir helfen. Los, holen wir uns Bells Herz zurück. Na und ob. Oh boy. Hier sind wir wieder. Okay. Das heißt, da so lang. Das heißt hier in den Raum und dann da hoch und dann da lang. Okay. Nicht hier richtig. Yep. In den Speicherraum würde ich nochmal gerne gehen, aber an dem komme ich auch noch. In den komme ich nicht vorbei. Aber ich werde trotzdem mal hingehen. Mal zu speichern, bevor ich mich in den Kampf gegen Malefiz begebe. Wer ist das? Wir haben jetzt Beast auch als Karte. Das heißt, im Kampf wird uns auf jeden Fall gut helfen können. So. Wie lang? Oder?
Ja, fast. An sich muss ich nach oben. Zum Glück ist dieses Holobestchen hier wesentlich angenehmer vom Weg her als das in Kinema 2 in dem Mix. So, nochmal eins nach oben. Dass es keine Räume gibt oder irgendwelche Möglichkeiten runterzufallen, ich dann irgendwie wieder Wege nach oben laufen muss. Wenn ich irgendwo in einem Raum hier runterfalle, ist es nicht so tragisch. So. Here we go again. Und den Tornado. Und der Schattenquasar muss dran glauben. So, rufen wir mal das Biest herbei. Krass. Sind einfach wieder zu mir zurückgefletscht. So, das heißt jetzt hier rein. Ah, was können wir denn hier noch erstellen? Vielleicht noch ein Schatz? Würde ich meine Schatzkarte mal wieder ein bisschen los. Klingt immer so falsch. Schatzkarte. Aber es ist eine Karte, die einen Schatz verbirgt. Ich wüsste nicht, wie man es sonst nennen soll. Geil, Sandyform mit 0. Mega. Bei einem weiteren Upgrade werde ich das mal prompt in mein Deck nehmen. Mehr Kügeln. So, gucken wir mal. Eine rote Karte und eine Karte mit 0. Okay, gucken wir mal, ob wir den Kampf gegen meine Vier schaffen werden. Ansonsten muss ich noch ein bisschen grinden gehen und dann mein Deck ein bisschen verändern. Aber das sehen wir dann. Mein Respekt, dass du es soweit geschafft hast, Beast. Zum Dank sage ich dir auch, wieso Bell dich abwies. Meine schwarze Magie braucht Herzen von äußerster Schönheit. Bell war perfekt. Tief in ihrem Herz loderte ihre Liebe für dich mit solcher gewöhnlichen Helligkeit. Doch sie hat meine Pläne durchschaut, indem sie ihre Liebe zu dir leugnete, entzog sie mir ihr Herz. Aber sie hat mich gerettet, mich beschützt. Sie konnte ihre wahren Gefühle nicht verbergen. Ich habe genug gehört. Gib ihr Herz frei, Malefiz, sofort. Wenn nicht. Strapazier nicht meine Geduld. Ist dir nicht klar, weshalb ich dir das alles erzähle? Doch nicht etwa, weil ich so nett bin. Ich habe es nur getan, um deine Zweifel auszuräumen. Jetzt erstrahlt dein Herz wieder in Liebe zu Bell. Ich werde mir auch dein Herz nehmen, Monster. Das wirst du nicht. Ihr wagt es, mir zu trotzen, ihr jämmerlichen Narren. Oh, als Drache. Na geil. Schaden halt. Also.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was soll ich tun? Hilfe! Au. Das hat es nicht so gebracht. Das ist einfach komplett immun gegen alles. Wir haben da so eine Plattform, womit wir sie... Ach, das ist der Sinn dahinter. Der Karte, ich hab mir schon gedacht, okay, sie greift mich an. Cool, aber sonst. Was ist denn die Karte? Die Mickey Mouse Karte? Ich glaube, die ist weg. Fuck. Ah, die ist da hinten im Feuer. Na geil, das ist ja richtig fair, wenn ihr mich fragt. Aber ey, ich will nichts sagen. Ja, ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Könntest du mich mal nicht töten? Danke. Zeit, die auszuspielen, ansonsten bin ich tot. Bitte. Fool, bitch. Echt? Ich hätte sie gepackt. Ich hätte noch genug Karten gehabt, aber nein. Ihre Angriffe machen einfach mal 5 Millionen Schaden. Lästig ist das. Egal, wenn der Kampf nur aus dem. Wenn die Folge nur aus dem Kampf gegen meine Fies besteht, ist mir auch egal. Ah, okay, verstehe jetzt. Schade. Schade. Oh, das ist so schön, aber ich muss mich hier echt konzentrieren gerade. Ob ich das hier hinkriege.
Komm schon. Na. Bitch. Yes. Bell. Was für ein Glück. Bitte vergib mir, ich musste so grausam zu dir sein. Aber ich konnte meine wahren Gefühle wohl nicht verbergen. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Für einen Moment zweifelte ich an deiner Liebe. Ich möchte nie wieder an diese Verzweiflung denken müssen. Dann tu es nicht. Lass uns die traurigen Erinnerungen durch glückliche ersetzen. Sofort. Bell. Oh je, die beiden sind ja völlig gefühlsduselig. Wir sollten sie jetzt besser allein lassen. Gute Idee, lass uns gehen. Oh. Der Kampf gegen meine Feeds doch nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Und ich fand ihn da jetzt doch ein bisschen angenehmer als in Kingdom Hearts Final Mix. Und somit haben wir Hollow Bastion auch erledigt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was noch auf uns wartet oder auf uns zukommt. Gehen wir durch diese Tür. You! I am Vexen. I have come to collect your debt, Sora. A debt? Sora, do you owe something to this guy? Come on, of course not. Oh, but you do. You owe me for reuniting you with your former friend. No, you don't mean... Indeed, I do. I'm the one who brought Riku to you. Then, you're the one who's been controlling him! What have you done with him? I see no need to give you information about where Riku is. After all... Why trouble you in your final hour? Zeit, den Kampf gegen Vexen. Und das Theme der Organisation ist auch ziemlich geil. Take this! Ja! Ja! Come on! Oh, shit. Er sticht einfach alles. Was ein Wichser. Tja, damit hat er nicht gerechnet. Eiska, Mist. Feuer! What? Weil du ein Penner bist halt, ne? Warum blockt er alles? Ich dichte alles! Und ein Schild hat, ich Idiot, natürlich. Der wird's ab. Das kannst du aber nicht abwehren. Gut, ich bin gleich tot.
das lief nicht so gut. Aber da ich jetzt schon bei 20 Minuten bin, würde ich mal vorschlagen, ich halte diese Folge hier ein bisschen kürzer und dann werde ich dann wie ein paar Folgen zuvor so machen, ich werde ihn jetzt besiegen und dann steigen wir halt bei der Cutscene wieder ein, wenn ich ihn geschlagen habe. Also deswegen sage ich schon mal, danke sehr fürs Zusehen bei Kingdom Hearts Rechain of Memories. In der nächsten Folge sterben wir uns wachsen und gucken, was noch so passieren wird. Also, bis dann!